Es geht weiter mit Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Mal wieder im endlosen Kampf gegen die Ork-Herden, die uns hier mittlerweile wirklich entgegenstehen. Und ich glaube mittlerweile auch, dass die teilweise wirklich da ist nichts zu holen. Unabhängig vom Kapitel respawnen. Sicher bin ich mir natürlich wieder mal nicht, aber das würde es teilweise erklären, warum hier wirklich immer noch so viele sind. Oh, meine Güte, habe ich mich erschrocken. Alter Schwede. What the fuck? Verdammter Mistkerl. Ich habe mich richtig erschrocken. Eieieiei. Ich bin richtig krass zusammengezuckt, ey. Unglaublich. Meine Güte, weißt du, ich ahne nichts Böses. Geh hier um die Ecke und dann zack. Haut er mir dann eine Salve von Feuerbällen ins Gesicht? Meine Güte, so, mal kurz gucken. Ja, das ist eigentlich genau der richtige Weg hier, geradeaus. Hier rechts war... Feldräuber, da möchte ich mal kurz gucken. Das war die Höhle, hier war eine Höhle früher. Hier ist auch immer noch eine Höhle und hier hat man damals Nex-Amulett gefunden. Vielleicht erinnert sich wieder der eine. Wow. Respekt, Feldräuber, dass du so viele Schläge von Belias Klaue tatsächlich ausgehalten hast und der auch hier schon wieder ist. So lächerlich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist hier irgendwie ein Gadget drin? Irgendwas Lustiges? Ein Trollfell. Snapperkraut, Aquamarin. Eine Steintafel, wenn ich sie denn aufheben darf. Ja. Darf ich. Ja, dann gucken wir uns die doch mal als erstes an. Einhandtalentbonus oder Stärke, das sind die Jackpots. Und? Lebensenergie. Ist auch okay, aber... Stärke wäre besser gewesen oder Einhand-Talent-Bonus. Das muss man schon wirklich so klipp und klar sagen. Ja, okay, ich gehe jetzt nicht weiter in die Richtung, weil dort sind Ork-Herden. Da brauche ich gar nicht genau gucken. Ich weiß es, dass sie dort sind. Und da habe ich jetzt gerade gar keine Lust drauf, mich mit denen allen anzulegen. Das geht zwar klar... Aber es ist sehr anstrengend, weil es doch teilweise so ein paar strategische Gedanken erfordert. So, war das hier lang? Ich glaube ja, ne? Ja. Hier waren wir ja auch schon. Hier müsste so gut wie alles schon erforscht sein und von Gegnern gesäubert. Wenn es nicht so ist, wie ich es vorhin gesagt habe, mit der Geschichte, dass die Orks anscheinend schon die ganze Zeit immer und immer wieder respawnen, aber hier scheint es ganz ruhig zu sein. Nichtsdestotrotz speichere ich. Das ist der Weg zum Sektenlager, der uns ja dort hinten versperrt wird, aber ich glaube, da müssen wir rechts dann irgendwann da hinten gehen. Da waren wir, genau, ich weiß es. Das ist irgendwo da oben auf dem Felsen. Ich glaube, so war das. Genau so. Alter, was ist das denn da eigentlich für eine Ork-Statue? Die ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Gab es die auch schon in Gothic 1? Aufgrund der Farbe verschmilzt das Ganze irgendwie so ein bisschen mit dem Hintergrund. Deswegen ist die auf den ersten Blick nicht so gut zu sehen. Ich glaube übrigens, warte mal, ich gucke nochmal kurz auf die Map. Nee, man kommt tatsächlich auch nur von diesem Wege aus zu dem Drachen hin. Das heißt, man muss sich hier auch dann also tatsächlich hier durch die Feuerwarane schnetzeln. Auch wenn es unangenehm ist. So, was war eigentlich da hinten? Habe ich da hinten eigentlich schon geguckt? Hier links auf jeden Fall in der Schlucht, die man ja auf den ersten Blick hier nicht sieht, ist auf jeden Fall der Fluss. Und der führt dann halt zu dieser Brücke, die dann über diese Schlucht führt. Und die dann halt zu diesem Lesters Anwesen führt.
Wäre lustig, wenn wir dort wieder Lester treffen würden, aber ich glaube, das war nicht der Fall. So. Ich hoffe, das ist auch tatsächlich der Drache, von dem Auric gesprochen hat. Es ist auf jeden Fall der Drache, oder beziehungsweise der Ort, wo ich irgendwo diesen Drachenjäger finden sollte, der mir beibringen kann, wie ich das Drachenblut abzapfen kann. Also hier haben wir die ersten paar schon erledigt. Von den Echsenkriegern. Das sind auch anscheinend immer Zweiergruppen. Also zwei dürften kein Problem sein. Obwohl der auch gut pariert hat. Ne? Ich weiß übrigens gerade nicht, ob die nicht tatsächlich in der Lage sind, auch Magier oder solche Schamanen zu stellen. Das wäre natürlich ätzend, aber ich kann mich nicht an Echsenkrieger erinnern, die Feuerbälle geschmissen hätten oder irgendwelche Erdblitze. Was ist das denn auf einer? Hat er eine andere Rüstung? Nee. Junge, Junge. Der hat aber gesessen, der Blitz. Da ist nichts zu holen. Die haben bis jetzt noch... Ich habe bis jetzt ja schon einige Echsenkrieger erledigt. Und keiner von denen hatte tatsächlich irgendwas bei sich, muss man ja eher sagen. Ich gucke jetzt erstmal den Weg an. Hier geht's weiter geradeaus wahrscheinlich zu den Drachen. Und hier rechts würde ich gerne erstmal jetzt so weiter gucken, weil irgendwie... Oh, da sind ein paar mehr. Irgendwie habe ich einen Varan gehört, aber... Oder einen... Irgendein Monster. Ich kann es gerade nicht zuordnen, das Geräusch. Hier links. Naja, Feuerwaran. Alter, das war knapp. Der Feuerwaran war böse, dass die den hier hingepackt haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Feuerwaran, der hat mich da überrascht. Das Geräusch hätte mich zwar auch an diesen erinnern sollen, aber beim Varan und Feuerwaran kann man auch nicht unterscheiden. Weil das Geräusch meiner Meinung nach komplett identisch ist. Würde mich da gerne aufklären, falls ihr das anders seht. Aber ich finde, die ähneln sich doch sehr, sehr stark. So. Da sind nochmal zwei Echsenkrieger. Drei! Oh, das wird spannend jetzt. Also, die machen... Da ist nichts zu planen. Die machen mehr Schaden als Orks. Definitiv. Das kann man an dieser Stelle wirklich ganz ohne Zweifel beantworten. Und deswegen ist es dort umso wichtiger, dass ich... Also mehr als drei kriege ich auf jeden Fall nicht hin, es sei denn, ich habe wirklich schweineviel Glück. Aber da gehe ich eigentlich in meiner Situation erstmal nicht von aus. Oder sie kommen ganz klar nacheinander, aber wenn die gleichzeitig auftreten, dann... ziehe ich auf jeden Fall die Arschkarte. Eine Armbrust. Ist das eine normale Armbrust oder so eine besondere? Ich guck gleich mal. Spruchrolle. Steintafel wäre mir lieber gewesen, kann ich euch jetzt schon sagen, ohne dass ich mir die Spruchrolle angucken muss. Echsen können anscheinend tatsächlich auch Truhen abschließen. Traut man ihnen gar nicht zu. Ja, das ist die ganz normale Armbrust gewesen. So. Tränke waren jetzt auch nichts. Jedenfalls auf den ersten Blick sehe ich hier nicht irgendwie was Besonderes. Also. War eigentlich nur worth it in Betracht auf die Erfahrungspunkte, die wir hier bekommen haben. So, da hinten sind auf jeden Fall wieder drei.
Das heißt, ich kann mich einstellen, dass ich jetzt hier mal... Oder sind das sogar vier? Ich weiß es gar nicht. Die werden auf jeden Fall gleich... Oh, da hinten ist sogar noch ein vierter. Ja, tatsächlich. Ja, und die kommen auch alle vier gleichzeitig. Vielleicht tankt sich einer auf. Ja, sowas habe ich gehofft. Jawoll. Da ist sogar noch ein fünfter. Alter Schwede. Das habe ich aber gut gemacht. Mit dem Zaun. Ja, das war durchaus beabsichtigt. Also, ich hatte gehofft, dass sich der eine oder andere da wirklich aufhängt. Anders hätte ich die aber auch auf gar keinen Fall gepackt. Das waren so viele hier. Oh je, was ist das denn da für einer? Da liegt ein Toter. Ein Drachenjäger. Echsenschwert. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hier war doch noch irgendwo ein Echsenschwert. Die sind zwar nicht besonders viel wert, aber es läppert sich dann halt doch, ne? Es ist letztlich im Zweifelsfall wenigstens der Eisenwert. 25 Erzwert. Oder Gold, Verzeihung. Sind ja hier nicht in Gothic 1. Oder Drachenjäger. Oder ist der Drache tatsächlich schon hier? Nichts zu holen. Ich gucke immer mal kurz hier auf der Erhöhung. Ist das hier jetzt... Eigentlich müsste es auf der Map... Von der Map aus gesehen wäre das jetzt hier eine Sackgasse. Ja, ich kann noch mal kurz gucken. Ja, das ist eigentlich eine Sackgasse. Hier dürfte eigentlich kein... Oder geht hier eine Brücke über diese Schlucht? Ist hier überhaupt eine Schlucht? Nee, hier ist Schluss. Aber da unten sind eine ganze Menge von den Echsenkriegern. Aber hier dürfte... Oh. Der hat aber gerade einen Triple- oder Quadra-Blitz abbekommen. Junge. Da musste ich ja wirklich nicht besonders viel mehr zumachen. Das ist übrigens der ehemalige Turm von Xardas. Der steht hier immer noch. Wie schön. Da gibt es mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Überraschung. Da werde ich auf jeden Fall auch noch hingehen. Nee, da gehe ich jetzt nicht weiter. Da unten sind Lurker, sehe ich von hier. Ich habe übrigens gerade aus Versehen den ehemaligen alten Speicherstand gelöscht. Also wenn jetzt irgendwas hier mit der Folge passiert, dann habe ich schon mal direkt ein Problem. Dann muss ich nämlich einen Vorvorspeicherstand nehmen. Eigentlich bewahre ich immer so einen Speicherstand von der letzten Aufnahmesession auf, bevor ich dann zur übernächsten Session komme. Aber das habe ich gerade in der Eile leider überschrieben. Aber bis jetzt sieht es eigentlich nicht so aus, als ob an der Außenaufnahme hier irgendwie was auszusetzen wäre. So. Hier ist die besagte Brücke über die Schlucht. Hier war früher in Gothic 1 übrigens ein Golem. Ihr erinnert euch auch vielleicht noch. Ja, die waren auch jetzt gerade wirklich Free Loot. Hier ist auch der Wasserfall direkt unter uns. Ich finde es übrigens ganz gut, dass man die mittlerweile auch mit einem normalen Schwert besiegen kann. In Gothic 1 war es ja tatsächlich so, dass du gegen die Viecher nur mit stumpfen Waffen eine Schnitte hattest. Oh, drei Stück. Da habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Ja, habe ich auch. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Positionierst du dich da auch nur ein einziges Mal falsch, hast du direkt die Arschkarte gezogen. Dieses Mal war der Versuch übrigens nicht wirklich perfekt. Denn die haben mich ein paar Mal getroffen.
Das war auch knapp. Da hatte ich ein paar gute Crits. Aber da hatten wir auch schon, da hat man auch schon wieder die ersten Anzeichen davon gesehen, wie es problematisch werden kann. Nämlich, wenn die mich so umtanzen. Wenn einer im Rücken steht und dann einfach nur eine Combo rausbekommt. Eine einzige Combo von zwei, drei Schlägen. Dann bin ich, verliere ich zwei Drittel meiner Leben. Muss ich tödlich aufpassen. So, ich schaue jetzt nochmal eben. Beziehungsweise erstmal schaue ich gar nicht, sondern ich mache hier einen Cut und wir hören uns dann im nächsten Part. Und dann schaue ich nochmal, wo ich die Drachenjäger finde. Bis dann, macht's gut, ciao.